Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Skill to Brazil. Ihr seht schon, es hat sich einiges geändert in dieser Serie, was einfach daran liegt, dass ich momentan nicht so viel Zeit habe oder allgemein nicht genug Zeit habe, um hier die ganzen kompletten Folgen rauszuhauen mit auch Szenen am Anfang und alles Mögliche. Es geht heute übrigens um Kolumbien. Wie gesagt, also am Anfang habe ich jetzt ja nur ein paar Bilder gemacht, wie ihr gesehen habt. Denke ich, reicht auch aus. Das Lied wird bei jedem Team auch das gleiche sein. Insofern ist das ein Remix vom offiziellen WM-Lied. Eigentlich passt ganz gut. Wir fangen aber an mit dem Kader. Und eine Sache kann ich auch schon mal vorweg sagen. Ich habe am Ende das Fazit vergessen. Insofern kann ich jetzt auch schon ein bisschen was zu den Spielern sagen, wie ich sie fand. Im Tor haben wir Farid Mondragon. Ein ganz guter Silbertorhüter. Jetzt nicht so der überragende Spieler. Ich sage jetzt auch nicht, wie viele Länderspiele die haben, weil ich einfach die Zeit dafür sonst nicht habe. Suniga im linken Mittelfeld, beziehungsweise in der linken Verteidigung, der eigentlich linkes Mittelfeld spielt. Guter Spieler auf jeden Fall. 88 Tempo, richtig schnell und auch eine ganz solide Verteidigung. Hat, glaube ich, auch das ein oder andere Länderspiel schon gemacht für Kolumbien. Kolumbien übrigens auch eine gute Mannschaft auf jeden Fall. Werde ich später nochmal ein bisschen was zu sagen, auf jeden Fall. In der Innenverteidigung haben wir dann zum einen mal Yepes. Mir auch immer mit 34 Tempo natürlich nicht so überragend, hat mir auch nicht so wirklich gut gefallen, weil er einfach ziemlich langsam war, dafür aber ganz gute Defensivwerte und auch natürlich Kopfballwerte. Also auf jeden Fall, ja, da, was das angeht, eigentlich relativ gut, aber halt wie gesagt zu langsam. Mosquera dann daneben fand ich auf jeden Fall richtig gut, auch wenn er nur 63 Tempo hat, richtig guter Verteidiger, weil er auch einfach ein gutes Kopfballspiel hat und auch relativ groß war, hat auch das ein oder andere, glaube ich, bei Ecken ganz gut vorne Tore gemacht. Oder zumindest, ja, gute Aktion gebracht, Tore jetzt nicht unbedingt. In der rechten Verteidigung haben wir dann einen zentralen Mittelfeldspieler, weil es einfach keinen anderen Rechtsverteidiger gab, und zwar Aldo Leao Ramirez. Ist mir nicht besonders negativ aufgefallen, hat, glaube ich, sogar auch ein Tor geschossen, insofern auf jeden Fall ein grundsätzlicher Spieler. Kann man auch in der rechten Verteidigung mal spielen, wie man das hier sieht. Im defensiven Mittelfeld haben wir dann Carlos Sanchez, ja auch ein solider Spieler, 74er Silberspieler, kann man gerne mal spielen, aber auch nichts Besonderes, wirklich ein guter Verteidiger, also kann gut verteidigen und Kopfball spielen, also einer... Ein guter Spieler fürs defensive Mittelfeld auf jeden Fall, wenn man einen selber Spieler braucht. Der linke Mittelfeldspieler ist dann ein Stürmer, und zwar ein sehr bekannter Stürmer, zumindest in FIFA, nämlich Victor Ibarbo, ein sehr, sehr overpowerter Stürmer. In echt noch nicht so wirklich zum Einsatz gekommen, aber trotzdem nominiert für den Kader, mit 93 Tempo auch richtig gut dabei und auch in FIFA, wie gesagt, ein richtig overpowerter Spieler. Wer den noch nicht gespielt hat, weiß ich nicht, ist er selber schuld, also der geht auf jeden Fall richtig ab, obwohl er nur eine 77er Stärke hat. Im rechten Mittelfeld, oder halt normalerweise ist er ZOM, haben wir McNally Torres. Mit 5 Tricksternen und 4 Sternen auf dem schwachen Fuß natürlich. Ganz interessanter Mann auf jeden Fall. Hat mir aber nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Hat schon das ein oder andere Mal eine ganz gute Spezialbewegung rausgehauen, aber im Endeffekt letztendlich kein wirklich überragender Spieler. War ganz solide, aber nichts Überragendes für einen Silberspieler. Im ZOM haben wir dann Juan Fernando Quintero. Finde ich in FIFA immer einen ganz, ganz guten Spieler, auch in Kombination mit Jackson Martinez, den man später auch nochmal sehen wird, gleich. Im anderen Team. Also wir können schon mal sagen. Also auf jeden Fall auch ein richtig guter Spieler. Gute Freischusswerte auch, was ihn auf jeden Fall ausmacht. Im Sturm haben wir dann zum einen mal Luis Muriel von Udinese Calcio ist das, glaube ich. Mit 89 Tempo auch richtig schnell, auch einer der overpoweredsten Stürmer in FIFA, würde ich zumindest sagen. Ich habe ihn, glaube ich, fast noch nie gespielt, bis auf jetzt hier in dieser Mannschaft. Auch, wie gesagt, richtig schnell, guten Schuss auf jeden Fall. Insofern kann man auch auf jeden Fall nur weiterempfehlen in FIFA. Daneben haben wir Adrian Ramos, auch der ist richtig schnell mit 86 Tempo von Hertha BSC Berlin. Leider nur 71 Schuss und 70 Pass, dafür aber 86 Kopfball und auf jeden Fall auch ein gutes Dribbling. Insofern, den kann man auch gerne mal spielen. Ist jetzt nicht so auffällig, wie er vielleicht auf seiner Karte verspricht, aber trotzdem ganz, ganz solider Spieler auf jeden Fall. In der ersten Mannschaft oder halt in der Startformation, wie es letztendlich dann sein wird, haben wir im Tor, glaube ich, Ospina. Muss ich jetzt einmal kurz warten darauf, bis hier alles eingestellt ist, bis wir natürlich die kolumbische Nationalmannschaft hier eingestellt haben. Genau, Ospina ist der Torwart. Fand ich jetzt nicht wirklich überragend. Dafür, dass er eigentlich ganz gute Werte hat, fand ich ihn irgendwie ziemlich scheiße, muss ich sagen. Insofern, ja, würde ich auf jeden Fall eurer Ansicht, oder wenn ihr auf mich hören wollt, dann spielt ihn nicht, ja. Also, gibt genug andere gute Torhüter. Linker Verteidiger ist dann Pablo Armero von West Ham United. 90 Tempo, gute Verteidigung, Verteidigungswerte, auch gute Passwerte und Dribblingwerte, also kann auch mal die eine oder andere Flanke reinschlagen vorne. Auf jeden Fall ein richtig guter Linksverteidiger. Daneben haben wir dann Zapata. Christian Zapata vom AC Mailand, auf jeden Fall auch in FIFA ein richtig guter Spieler. 73 Tempo, 81 Defensive, 80 Kopfball, spricht auf jeden Fall für ihn. Richtig guter Verteidiger, kann man auf jeden Fall nur weiterempfehlen, auch 1,87 groß, insofern denke ich, gibt es da auf jeden Fall keine Probleme mit ihm. Daneben haben wir den Perea, ein Mann, der in FIFA ziemlich teuer ist, also in Anführungszeichen teuer, mit 4200 Münzen für den Silberspieler eigentlich schon ziemlich viel. Liegt auch eigentlich an seinen 84 Tempo, muss man sagen. 75 Defensive noch dazu, 76 Kopfball, auch ganz ordentlich, und FIFA, sage ich schon. In FIFA spielt er sich natürlich richtig gut, auch wenn er ziemlich klein ist, mit 1,84, glaube ich. Trotzdem richtig guter Innenverteidiger. In der rechten Verteidigung haben wir dann Santiago Arias, der spielt ja auch da.
in Englisch wahrscheinlich auch Rechtsverteidiger dann letztendlich, deswegen ist er hier in der Mannschaft, ne? Macht irgendwie Sinn. 81 Tempo, 70 Defensive, also ein ganz solider Silberverteidiger, nichts Überragendes. Im ZDM haben wir dann Aguilar, Abel Aguilar oder Aguilar, keine Ahnung, auf jeden Fall aus der französischen Liga von Toulouse. Ziemlich langsam, aber dafür auf jeden Fall ein richtig guter Verteidiger, sag ich mal. Also gutes defensives Mittelfeld, arbeitet auch gut nur nach hinten und räumt eigentlich alles weg, was es so gibt. Insofern kann man den auf jeden Fall auch im ZDM mal gut und gerne spielen. Linkes Mittelfeld haben wir dann in Inform, und zwar Juan Cuadrado in Form vom AC Florenz aus der italienischen Liga mit Dead Eye Chemistry hier direkt ausgestattet. 94 Tempo, richtig schnell auf jeden Fall, guten Schuss mit 76, gutes Passspiel auch mit 82. Das ist noch richtig geiles Dribbling mit 90. Und insofern auch ein richtig guter Spieler. Hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen, im linken Mittelfeld. Also kann man auf jeden Fall mal spielen dort. Im rechten Mittelfeld oder rechter Flügel, je nachdem, haben wir dann James Rodriguez vom AS Monaco. Ja, normalerweise spielt der ZOM, aber ich denke, weil es in einigen auch ganz anderen guten ZOM gibt hier, nämlich Freddy Guarin spielt hier, ja, James Rodriguez nur auf der rechten Seite. Freddy Guarin natürlich, hier der ZOM von Inter Mailand, auch aus der italienischen Liga. Auch ein richtig guter Spieler mit, ja, der wichtigste Spieler auf jeden Fall von der Mannschaft. Ein richtig guter Spieler auf jeden Fall, guter Mittelfeldspieler, kann sowohl nach vorne als auch nach hinten gut mitarbeiten und spielt hier im ZOM und den kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Richtig geilen Longshot und auf jeden Fall ein richtig guter Spieler. Kauft ihn euch, wenn ihr wollt, ja. Also auf jeden Fall kann ich nur weiterempfehlen. Im Sturm haben wir dann, wie angekündigt, eben schon Jackson Martinez. Martinez. Vom FC Porto mit 82 Tempo und 86 Kopfball. Auf jeden Fall ein richtiges Kopfballbiest. Setzt sich richtig oft durch und der ist auf jeden Fall auch ein richtig geiler Spieler. Daneben haben wir dann natürlich den Star, nämlich Falcao. Ja, es ist natürlich sehr interessant, ob er letztendlich es schaffen wird, noch auf den WM-Zug aufzuspringen, beziehungsweise ja, eingesetzt zu werden. Er ist ja mitgekommen zum WM-Kader oder wurde aufgenommen auf jeden Fall. Insofern, man möchte gespannt sein. Ich denke, alle sind sehr gespannt, ob er spielen wird. Ich denke, er wird spielen, aber leider nicht hundertprozentig fit. Deswegen spielt er auch hier bei mir in der Startelf. Und auch er ist ein richtig guter Spieler. Denke ich mal, seine Münzen, die er kostet, nicht ganz wert. Aber trotzdem in der 90er-Wertung auf jeden Fall ein richtig guter Spieler und auf jeden Fall auch ein richtig guter Kopfballspieler. Das ist das, was er auf jeden Fall richtig gut kann. Die beiden Trikots sehen wir ja auch nochmal. Und während wir jetzt noch ein bisschen Gameplay sehen, möchte ich natürlich auch nochmal kurz auf die kolumbianische Nationalmannschaft eingehen. Ich muss euch leider enttäuschen, ich habe in den 5 Spielen, oder in den 6 Spielen, die ich gespielt habe, leider fast überhaupt nichts hinbekommen. Ich habe, glaube ich, 7 Tore insgesamt geschossen, die seht ihr jetzt auch hier. Aber mehr ist leider nicht dabei rausgesprungen. Wie gesagt, am Ende gibt es auch kein Fazit, das heißt, ich muss jetzt mich ganz knapp halten hier. Ich werde kurz was sagen zu Kolumbien. Sie werden auch die Los Cafeteros oder Cafeteros genannt. Jetzt nicht so wichtig, was das heißt, weiß ich jetzt auch nicht genau. Trainer ist José Pekerman. Der Kapitän ist hier Mario Yepes. Wobei ich nicht glaube, dass Yepes hier in der Startelf spielen wird. Weiß ich aber auch nicht genau, wer Kapitän ist. Also kann da alles sein. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe das übrigens hier auch aufgenommen. Vor ungefähr 2 Wochen oder so. Also schon ein bisschen her. Aber kann gut sein, dass Yepes trotzdem Kapitän sein wird bei der WM. Rekordschütze ist dann Iguaran. Arnoldo Iguaran mit 25 Toren, denke ich, ganz ordentlich. Rekordspieler mit 111 Spielen ist dann Carlos Valderrama. Habe ich auch schon mal irgendwo gehört, den Namen. Weiß ich jetzt nicht wieso, aber auf jeden Fall, denke ich, auf jeden Fall ein guter Spieler, der auch nicht umsonst, denke ich, 111 Spiele gemacht hat. Der Weltranglistenrand im Moment von Kolumbien ist der 5., was einfach daran liegt, dass sie bei der WM-Qualifikation richtig abgegangen sind, glaube ich, 2. geworden. Soweit ich weiß, jetzt hinter Argentinien bei der Qualifikation in Südamerika auf jeden Fall richtig abgegangen und somit auch, ja, gesetzt sozusagen in Top 1 bei der Auslosung und somit auch in einer, in Anführungszeichen, schwachen Gruppe oder ausgeglichenen Gruppe auf jeden Fall mit reingekommen. Dann gucken wir nochmal kurz auf die höchsten Siege. Und zwar, ja, war das jeweils ein 5:0 gegen Bolivien, Peru, Uruguay und Argentinien, jeweils ein 5:0 bei rausgesprungen. Die höchste Niederlage ein 9:0 oder 0:9, je nachdem, gegen Brasilien, aber auch schon ein bisschen her, 1957 war das. Und ja, soweit erstmal dazu. Wir haben noch, also Kolumbien hat schon 4-mal bei Weltmeisterschaften teilgenommen. Das letzte Mal war, oder der größte Erfolg war das Achtelfinale 1990, die erste WM 1962, wo sie teilgenommen haben. Und 17-mal auch schon bei der Südamerika-Meisterschaft teilgenommen, wo sie auch 2001 schon einmal gewinnen konnten. Und genau, das war es eigentlich erstmal dazu. Kurz noch zum Abschneiden, weil ich nicht mehr viel Zeit habe, von Kolumbien in der Gruppe. Wie ich schon mal gesagt habe, Kolumbien oder die Gruppe von Kolumbien ist eine sehr, sehr ausgeglichene. Insofern kann ich da wirklich nichts prognostizieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Kolumbien, wenn, zumindest wenn Falcao spielt, weil er einfach ein richtiger Leader ist, auch wenn er nicht hundertprozentig fit ist, aber wenn er spielt, dann wird Kolumbien, denke ich, auf jeden Fall Erster in dieser Gruppe. Wenn er nicht spielt, wird es sehr, sehr ausgeglichen, den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber ich bin trotzdem ziemlich fest davon überzeugt, dass Kolumbien auf jeden Fall weiterkommen wird in der Gruppe und zumindest ins Achtelfinale kommen wird. Viertelfinale, denke ich, schaffen sie nicht mehr ganz. Muss man gucken, gegen wen sie dann spielen im Achtelfinale. Aber wie gesagt, also zumindest weiterkommen. Ich denke, die Gruppenphase werden sie auf jeden Fall überstehen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auch das Ziel von Kolumbien.
Und ja, allgemein einfach die Gruppe sehr, sehr ausgeglichen. Insofern kann man da wenig einschätzen, aber meine Prognose einfach, sie kommen weiter ins Achtelfinale und werden, denke ich, dort dann den kürzeren ziehen oder ausscheiden halt. Ja, und das war's dann auch schon wieder jetzt hier mit ja, der 11. Folge von Skill to Brazil. Wie gesagt, ziemlich wenig Gameplay. Leider das Fazit habe ich jetzt auch nicht mehr gefunden. Also nicht mehr aufgenommen, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das jetzt ein bisschen verändert war. Ich hoffe, ihr ja, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, in Folge 12. Letztendlich dann geht's um Griechenland, natürlich die letzte Mannschaft in Gruppe C. Ich will mich jetzt auch nicht länger drum rumlabern oder nicht länger labern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ja, haut rein.